Herzlich willkommen, Freunde, heute zum Einbauteil. Heute wird es richtig spannend, denn, wir können mal ganz kurz rüberschwenken, heute bekommt dieses Kit hier die Einpflanzung in unseren BMW M5 V10 E60. Wir bauen auf Kompressor um. Das Ganze kriegt eine kleine Leistungskurve. Da wird ein bisschen Dampf reinkommen. Und ja, was den Motor angeht, bin ich ein bisschen in der Materie. Was das Kit aber angeht, ist ja Olli besser in der Materie. Und du könntest uns vielleicht erklären, was das eine oder andere Bauteil ist, damit der Zuschauer auch versteht, was hier überhaupt reinkommt in das Gute. Ne? Also man sieht auf jeden Fall, es wird leicht orange. Ne? Ja. Infinitas typisch. Und ja, womit fangen wir an, mein Lieber? Also wir haben natürlich einmal da oben den Kompressor. Das Wichtigste ist natürlich hier die Schnecke. Ne? Genau. Ja. Die erkennt man sofort. Dann natürlich der Luftfilter später, damit da auch schön ordentlich Luft bekommt. Dann haben wir hier später die Grundplatte und Trägerplatte für den Kompressor. Da wird der Kompressor quasi angeschraubt. Genau, die wird an den Block geschraubt. Da hebt dann darauf dann später der Kompressor ran. Ja. Dann haben wir oben natürlich noch den Keilriemen, der den Kompressor antreibt. Wir brauchen einen größeren Keilriemen dementsprechend. Längeren, genau. Längeren, eine zusätzliche Umlenkrolle haben in dem Sinne. Mhm. Dann haben wir hier die beiden Oberkästen später für den Ladeluftkühler. Ja. Da drinnen sitzen später die Kühlnetze, die mit Wasser durchflossen sind. So wird die Ladeluft gekühlt. Mhm. Das ist der Ausgleichsbehälter dafür. Und dann haben wir hier noch die Ansaugtrichter und eben später das Ansaugrohr. Quasi die Luftzufuhr, die Luftzufuhr, ne? Ja. Vorkompressor und dann in den Brennraum. Im Karton haben wir jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, ne? Wie, ja, hier haben wir noch. Das sind quasi. Hier haben wir noch so einen kleinen. Wo ist der? Da ist noch ein kleinerer für unten. Für unten, ne? Quasi unten dann, dass er von unten auch nochmal kalte Luft zieht. Okay, da wird dann quasi auch nochmal gefiltert, die Luft, ne? Genau. Und dann haben wir hier noch. Schauen wir mal hier. Genau, das sind dann die Unterkästen. Hier kommen später die Drosselklappenstutzen drauf. Und das kommt dann quasi da, so das kommt drauf. So auf den Kopf. Und die orangenen Deckel die quasi, kommen da die kommen da drauf dann. Ne? Genau, und hier drin sitzen dann die Ladeluftkühler. Einer links, einer rechts. Und wie funktioniert das dann? Haben wir dann Wasseranschlüsse, die dann durch das Netz laufen? Weil hier füllt sich ja nicht alles mit Wasser. Genau, die sind quasi seitlich. Ja. Und dann seitlich einmal rein, einmal raus. Durch diesen Wasserbehälter. Mhm. Das geht dann alles nach vorne in den Gegenkühler, der dann auch Luft durchströmt wird durch den Fahrtwind. So wird das Ganze gekühlt. Ist schon alles ein durchdachtes Konzept irgendwie, ne? Alles durchdacht und weil alles. Weil das muss ja, du schließt das ja quasi alles ans Seriennetz an, sag ich mal, ne? Genau, gibt dann auch eine zusätzliche Wasserpumpe, eigener Kreislauf mit Sicherung. Ach, das kommt auch noch rein? Kommt alles noch rein, genau. Weil du musst das ja irgendwie, das Serienkonzept ist ja so erstellt, dass es serienmäßig funktioniert. Richtig. Änderst du das jetzt quasi alles und das muss ja auch so durchdacht sein, dass da keine Fehler kommen. Muss auch funktionieren, das muss auch kalte Luft sein, weil heiße Luft bringt dem Motor auch nichts. Das muss auch dauerhaft funktionieren. Ne? Genau. Für diejenigen heiße Luft, wenn wir die Luft nicht runterkühlen, dann kriegen wir weniger Luft komprimiert in dem Brennraum. Richtig. Weniger Leistung. Komprimierte Luft wird warm. Genau. Das heißt, da geht nicht so viel rein. Ja. Deswegen kühlen wir die runter, damit wir wieder mehr Luft in dem Brennraum bekommen. Mehr Luft, mehr Kraftstoff, mehr Leistung. Mehr Leistung. Ganz einfach gesagt, dann will ich den Olli erstmal nicht weiter aufhalten. Der kann dann jetzt erstmal weiterschrauben. Was sind jetzt so deine nächsten Schritte erstmal? Ich habe jetzt halt früh schon mal alles für das Bypassventil angeschlossen, dass die nachher funktionieren. Dann kommen jetzt noch zwei, drei Halter rein für die Ladeluftkühler später. Und dann geht es im Grunde auch schon los mit der Grundplatte. Dann wird es langsam ernst. Genau, Ladeluftkühler müssen wir noch ein bisschen warten, weil wir das Thermostat noch tauschen müssen. Ja, sonst kommen wir da später nicht mehr ran. Das kühlen wir unter. Thermostat, ja. Genau, sonst kommen wir da später nicht mehr ran. Dann ist ja gut, dass wir das jetzt auch neu machen, ne? Wenn du da jetzt alles wieder voll baust oben. Alles nachher wieder voll gebaut, genau. Ja. Gäbe es vielleicht noch eine Sache, die man neu machen müsste, wenn man jetzt, bevor man hier alles vollbaut, eigentlich? Neu nicht unbedingt, aber wichtig ist eben, dass man die Drosselklappengestänge schmiert, weil da kommt man jetzt gut ran eben, da kommt man sonst auch nicht mehr hin. Mhm. Die machen später auch öfters Probleme oder können öfters Probleme machen. Mhm. Ansonsten, solange es keine Probleme gibt mit dem Fahrzeug, brauchen wir da nichts erneuern. Ja, ich glaube, wenn irgendwann mal wieder ein Fehler kommt, weil die Drosselklappensteller und die Leerlaufregler, die sitzen halt einfach hier unten. Die sitzen direkt unten im V, ist ja auch ein bekanntes Problem, dass die öfters mal Probleme machen. Und ich sag jetzt mal, wenn ein Drosselklappensteller einen Fehler werfen würde, ne, ich glaube, dann würde ich nochmal runterkommen, weil du hast es einfach zusammengebaut, dann macht man direkt beide Drosselklappenversteller neu und beide Leerlaufregler und dann hat man eigentlich auch dann Ruhe hier oben. Genau. Ja, dann bist du eigentlich erstmal fertig. Weil wir wollen jetzt auch nicht alle drei Monate da das Kit an- und abbauen, ne? Das ist ein Haufen Aufwand. Ja, das macht ja auch keinen Spaß. Nee. Warum kommen hier keine Turbos, Freunde, ne? Der V10 ist quasi Formel 1 Konzept und ist komplett ausgereift. Da ist schon serienmäßig so viel Leistung wie möglich rausgeholt und dementsprechend könnt ihr das mal hier angucken. Wir haben hier ein riesen Aggregat drin, ja? V angeordnet, 5 Zylinder, 5 Zylinder und wir haben von hier bis hier hinten ist schon der Motor. Ja?
Und von rechts und links ist es so breit. Ja? Also das passt gerade mal eben so in eine Karosse. Wir müssen uns überlegen, dass hier ein Formel-1-Motor in der Limousine drin ist. Ja? Formel 1 für die Straße quasi. Natürlich kein kompletter Formel-1-Motor, versteht mich nicht falsch. Aber es ist quasi die Technik. Ja? Hochdrehzahlmotor, da geht einem das Herz auf. Und deswegen ist das auch mein Traumauto. Ja? Formel 1 für die Straße, Leute. Und wenn wir mal hier reingucken, guckt erst mal an, Felix. Ja? Wir haben hier den Rahmen, den Fahrzeugrahmen. Und hier hört der Motor auf. Wir haben hier quasi 1 Zentimeter Platz. Und hier sind schon die Krümmer. Hier unten befinden sich die Krümmer. Und jeder weiß, was brauchen wir für einen Turbo-Umbau? Natürlich 2 dicke Schnecken. Das heißt, wir müssten hier rechts und links Turbos verbauen. Wir haben aber, wir haben gar keinen Platz. Das passt überhaupt nicht. Ne? Also fällt ein Turbo-Umbau hier schon mal allein platztechnisch raus. Und zweitens, selbst wenn man es platztechnisch irgendwie hinbekommen würde, würden wir die Charakteristik des Hochdrehzahlmotors, des Saugermotors einfach zerstören, weil wir natürlich Turbo aufladen. Was macht ein Saugermotor? Der dreht und dreht und dreht und holt sich am Ende über die Drehzahl, indem er einfach sich auch nur einen wegschreit, da holt er sich die Leistung. Ja? Seine Spitzenleistung generiert ein Saugmotor fast gegen Drehzahlende. Ne? Da hat er die richtige Leistung. Jetzt kann man ja sagen, ja, man könnte ja quasi Chip-Tuning machen. Jeder weiß aber, Chip-Tuning bringt natürlich beim Saugermotor nicht so viel. Hier würde man tatsächlich, wenn man die Forkats rausnimmt, wenn man vielleicht noch Fächerkrümmer verbaut, damit die Abgase besser rausströmen konnten aus dem Motor, dann würde man hier, wenn man hier alles nochmal rausholt und bis zum letzten bisschen optimiert, sind an die 550 PS möglich, sind so ungefähr 43 PS mehr als Serienleistung, wenn er die denn hat, überhaupt Serie. Ihr wisst ja, die streuen meistens alle nach unten und dann wäre halt wirklich bei 550 PS Ende. Deswegen gibt es halt das Kompressor-Kit, das, ne, da muss man sich hier ein bisschen was, da muss man ein bisschen hier was freilegen, aber dann kommt die Schnecke hier hin, das passt dann alles, die Seriencharakteristik des Motors wird beibehalten, weil nichts dran verändert wird. Es wird über den Riemenantrieb, in dem der Motor ganz normal läuft, treibt er von alleine den Kompressor an, kann dem Motor so mehr Luft zuführen, ein bisschen mehr Kraftstoff durch größere Einspritzdüsen, größere Kraftstoffpumpe und wir haben es gerade schon erklärt, mehr Kraftstoff, mehr Luft, eine kräftigere Verbrennung und somit mehr Leistung. Und das Geile ist, wir verändern nichts am Motorsound, nichts an der Motorcharakteristik. Es bleibt quasi dieses Konzept des Motors, plus wir haben einfach nur noch einfach zusätzlich ein geiles Ansauggeräusch des Kompressors. Macht definitiv Spaß. Ich bin schon mal in Probe gefahren vor 2 Jahren und wenn wir das Ding hier wirklich eingepflanzt haben und das wirklich funktioniert, einfach nur ein Traummotor. So mal ganz grob erklärt, warum wir das hier alles machen und wie wir es machen. Und jetzt geht es einfach weiter mit dem Einbau. Viel Spaß. Unsere Pusteblume. Bitte schön. Schauen wir mal. Da seht ihr jetzt mal, wo das Ganze eingebaut wird. Ne? Da ist der Halter dran, den hat der Olli schon dran gebaut. Und der setzt jetzt hier einmal den Kompressor quasi einmal testweise rein, ob der passt, dass alles genug freigeschnitten ist etc. Die Leitungen alle gut weggelegt sind. Und da könnt ihr jetzt hier mal sehen, wie knapp das hier bemessen ist. Du hast ja quasi hier diese Schablone gehabt, weil der damit du vorher schon weißt, genau, wie du ausschneiden musst. Ne? Und da siehst du, hier hast du wirklich ganz genau nur so viel weggenommen, dass der hier quasi in Ruhe frei drehen kann. Ne? Hier läuft der Riemen, genau, der hat hier keine Chance, irgendwo dran zu kommen. Und das ist ja hier statisch, das wird sich ja hier nicht bewegen. Und dann hast du hier die ganzen... Da kommt dann der Luftfilter rauf. Dann hat man hinten eben hier noch die Bypass-Systeme, Anschlüsse fürs Bypass-System. Was ist hier Bypass? Was kommt da rein oder raus? Genau, hier sind die Anschlüsse fürs Bypass-System. Einmal links, einmal rechts. Wo dann später, das ist quasi die Unterdrucksteuerung fürs Bypassventil. Und falls du dann mal zu viel Luft hast, musst du ja auch raus. Mhm. Und dafür haben wir eben diese Bypass-Systeme oder Bypass-Ventile. Dass sie da die quasi leiten dann die Luft in die Ansaugung zurück. Ach so. Wenn mal zu viel Luft. Wird dann wieder quasi zurückgeführt. Ne? Zurückgeführt. Nicht wie ein Blow-Off-Ventil. Nicht wie ein Blow-Off in die Freiheit, sondern kommt eben in die Ansaugung wieder zurück. Okay. Bist du jetzt so weit dann, dass du gleich den Kompressor festschraubst schon mal? Genau, den schrauben wir jetzt fest. Mhm. Und dann können wir noch mal letztes Mal schauen, ob es irgendwo Engstellen gibt. Dann noch den Kompressor anschließen, Ölzulauf, Ölrücklauf. Ja. Und als nächstes kommen dann, können wir dann schnell das Thermostat tauschen. Was hier sitzt, ne? Genau, was da sitzt. Weil vorher kannst du halt hier nicht... Vorher kann man oben nichts zubohren. Richtig, genau. Jetzt kommt man nicht mehr ran. Wir warten gerade noch auf das Ersatzteil, ne? Wir haben jetzt 14:45 gleich. Ja. Sollte hoffentlich in der nächsten Stunde kommen. Sollte bald kommen, ne? Dann wärst du ja damit fertig, dann wird es ja zeitlich passen, ne? Genau. Und dann kann man eben mit dem Ladeluftkühlsystem endlich anfangen. Dann wird hier quasi oben wieder zugebaut. Dann alles, ne? Zugebaut, ja. Ja.
Einmal. Neue Serienkraftstoffpumpe. Druckregler ist das. Was? Das ist der Druckregler. Also das ist das linke Tankmodul. Warte mal. Die Pumpe gibt es ja von uns. Aber du hast gesagt, der zwei Pumpen. Die ist auch mit dabei. Das ist quasi zwei Pumpen in einem Modul. Mhm. Und das ist die andere Seite, das ist der Druckregler. Ach so. Genau. Okay, dann... Das ist quasi das letzte Teil, was noch nicht getauscht wurde dann. Das sieht auch so aus, als könnte der irgendwie irgendwann mal verschleißen. Also ist jetzt nicht so ein, weißt du, so ein Mini-Bauteil, sondern ist schon ein bisschen was dran, ne? Genau. Und? Genau, Kühlmittelthermostat und der Bremsverschleißanzeige vorne rechts noch. Und dann haben wir es schon. Das waren jetzt 250 Euro, ne? Ja. So, Olli. Ja. Aber es ist ein Spiel, würde ich sagen. Jetzt nimmt das Ganze langsam Gestalt an. Ja. Der erste Kasten sitzt. Der ist komplett montiert. Es wird leicht orange und du hast extra jetzt die andere Seite nochmal offen gelassen. Genau. Um uns einmal zu zeigen, was da drinnen sich überhaupt abspielt. Ne? Ja. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar haben wir eben den Oberkasten. Genau, jetzt hast du den einmal quasi andersrum. Ne? Genau, das ist dann quasi das Kühlnetz, ja, wo das Kühlwasser durchfließt. Also hier kommt quasi Wasser rein? Genau, da fließt das Wasser rein. Ach so, das Wasser rein. Geht dann hier durch den durch die Lamellen, ne? Durch, genau, durch den Lamellen durch. Kommt dann hier wieder raus? Kommt, ne? Da wieder raus. Okay. Geht dann wieder zum Gegenkühler, wo das Wasser gekühlt wird. Und wie werden die Netze quasi gekühlt dann? Die Netze werden durchs Wasser gekühlt. Und hier ist es quasi vorne. Da strömt dann die Luft rein vom Kompressor. Ach, guck mal, hier kommt die Luft, also die genau, komprimierte die Luft vom Kompressor, kommt hier rein. Genau, geht dann einmal durchs Netz durch. Durch das Netz raus. Und ja, dann hier in die Trichter. Hier in die Trichter rausklappen rein. Das ist natürlich, das macht Sinn. Und zum Test können wir Nikola jetzt mal kurz wieder reinholen, der steht nicht hier. Wenn wir das jetzt nicht machen würden, ne? Was wäre dann? Hätten wir dann extrem heiße Luft, ja, im Brennraum. Habt ihr das schon mal getestet? Also bei einer Entwicklung testet man ja sowas, dass man ungefähr weiß, wie viel weniger Leistung man dann zum Beispiel hätte. Oder funktioniert es überhaupt nicht? Also es geht einmal um die Langlebigkeit. Ja. Das ist halt das Problem mit der Langlebigkeit. Also wir fahren ja zum Beispiel die M54 Kompressorsysteme, die sind komplett ohne Kühlung. Ja. Das ist halt eine Softaufladung, da fahren wir ungefähr 0,4 Bar, 0,3 Bar bei dem kleinen Motor und fahren komplett ohne Kühlung. Und hier hat man halt einfach mehr Hitze, weil man mehr Verdichtungsarbeit hat. Und man will natürlich auch noch mehr Performance bei so einem M-Motor haben und dadurch haben wir einen Ladeluftkühler entwickelt, damit das Ganze gemacht werden kann. Standhafter ist und auch nochmal ein bisschen mehr Leistung. Und mehr Leistung, genau. Aber das heißt nicht, dass jetzt bei einer Softaufladung ist das natürlich alles so eingestellt, dass das auch standhaft ist. Ja. Nicht, dass es da jetzt... Ja, da ist es nicht negativ. Deswegen sind die Kits auch immer deutlich günstiger. Genau, weil da weniger dran ist. Richtig. Ja. Und wir waren da sogar einer der ersten, die damals schon angefangen hat mit Wasserladeluftkühler, muss man auch mal erwähnen, zu der damaligen Zeit, 2008. Hat noch gar niemand so wirklich mit Wasserladeluftkühlern gearbeitet. Hatte noch gar keinen im Kopf, ne? Ja, also hatten bestimmt schon ein paar im Kopf, haben auch ein paar, nicht viele, aber das war noch nicht so gängig wie heutzutage. Bei den ganzen Turbomotoren sind ja alle wassergekühlt. Und hier ist das damals schon zum Stand der Zeit gewesen, ne? Finde ich echt gut gelöst. Versteht man besser, wenn man es einfach so sieht, ne? Was ist das hier? Das ist quasi der Ausgleichsbehälter fürs Wasser. Ja. Der verteilt es auf linke Band und rechte Band eben. Und das sind die beiden Leitungen, die gehen dann zur Wasserpumpe und zum Gegenkühler, wo quasi das Wasser dann wieder gekühlt wird. Hast du dann hier ein eigenes Kühlsystem oder gehst du ans Kühlsystem? Nee, wir machen ein eigenes Kühlsystem. Ne? Das hat nichts mit dem Kühlsystem dann vom eigentlichen Motor zu tun. Wir machen ein komplett neues eigenes Kühlsystem mit Sicherung. Und mit Schaltung, Wasserpumpe. Ne? Wasserpumpe, Leitungen, Ausgleichsbehälter, ja. Entlüftung. Und das läuft dann permanent, ja? Der Punkt dann, sobald Zündung ein ist, läuft das permanent. Ja. Sehr gut, alles klar. So, Olli, bisschen orange geworden, noch mehr orange. Ansaugung ist jetzt auch komplett. Ich hab's jetzt, glaube ich, schon tausendmal gesagt, aber ich freue mich einfach. Ne? Je orangener es wird, desto mehr freue ich mich. Und du befindest dich, glaube ich, in den letzten Zügen jetzt so langsam, oder? Genau, die letzten Züge vom Kit. Ja. Dann kann man den Motorraum vom Fahrzeug selber wieder montieren, alles. Alles komplettieren, ne? Genau. Dann bloß nach vorne den Gegenkühler montieren. Was musst du jetzt hier quasi noch hier machen jetzt? Also Luftfilter fehlt natürlich noch. Ja. Dann Riemen muss noch rein. Mhm. Die Wasserschläuche kommen wieder rein. Mhm. Und dann theoretisch hier auffüllen, Deckel drauf. Dann natürlich die Wasserpumpe anschließen, den Gegenkühler anschließen. Also quasi. Dann bloß noch, genau, dann bloß noch Kraftstoffsystem. Genau, da dann muss noch mal ran. Ne? Wir haben jetzt kurz vor Feierabend wieder, Donnerstag haben wir heute. Also morgen früh quasi noch mal ein bisschen. Ne? Genau. Und dann, ich denke mal, dass morgen Mittag spätestens läuft der Wagen dann. Ja.
passt ja dann eigentlich, ne? Ja. Nachmittags haben wir, glaube ich, TÜV-Termin. 14 Uhr ist TÜV-Termin. Ja. Dann noch Software drauf. Und da kann man ja gucken, kann man dann danach Software machen, ne? Genau. In aller Seelenruhe. Ne? Erstmal alles vernünftig zusammenbauen, ne? Erstmal gucken, dass man TÜV hat. Genau. Und abstimmen kann man in aller Seelenruhe. Ja. Also sind wir immer noch halbwegs im Zeitraum. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Fantastisch. Ja, gut, dann. Ja. Sehen wir uns morgen wieder. Das ist der Abschluss. Ja, nicht fürs Video, sondern. Ja, dann ist nicht so wichtig, ne? Doch, fürs Video, aber nicht für den Clip, sondern morgen geht es ja noch weiter mit dem Einbau. Dann will, also es war kein. Ja, kannst du sagen. Gut, ja, dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische und dann geht es dann langsam auch zum Ende des Einbaus. Und dann bin ich sehr gespannt, Freunde. Ja, und dann geht es natürlich weiter. Wie gesagt, erstmal TÜV-Eintragung, dann nehmen wir euch schon nicht mit. TÜV-Mann möchte seine Ruhe haben. Aber danach, wo es dann auch wieder spannend für euch wird, Leistungsmessung, Prüfstand, Abstimmung. Ich will gar nicht wissen, was der drückt im Moment. Ich glaube, das macht mich dann völlig fertig immer. Dann weiß ich nicht mehr, was los ist. Das ist dann so wirklich die Endstufe eines Traums, was man haben kann. Keine Ahnung, mehr geht einfach nicht. So was hast du früher mal im Fernsehen gesehen. Allein das Auto hast du früher als Jugendlicher hast du halt im Fernsehen gesehen, hast du gedacht, oder als Kind hast du gedacht, wirst du niemals fahren. Hast du mal bei Grip gesehen mal, ja? Und dann auch hier mit dem Kompressor-Kit, das ist das. Das ist die komplette Endstufe, wirklich. Umso froher bin ich natürlich, dass ich das hier mit euch erleben, machen und teilen kann. Ne? Bombastisch, Endstufe. Und ich hoffe, bis hierhin gefällt euch die Videoreihe, aber ich denke mal schon. Ne? Das macht man auch nicht alle Tage. Ja, bis morgen, Freunde. Freunde, der Kompressor ist nun tatsächlich mit unserem V10 verbunden. Ja? Der Keilrippenriemen sitzt. Es ist ja nicht zu fassen. Und dann können wir jetzt auch mal sehen, dass hier auch wieder, was hier quasi so gefertigt werden muss. Ne? Das hier zum Beispiel muss alles gefräst werden. Ne? Das sind ja alles. Hier, das muss auch, glaube ich, gefräst werden. Das sind Gussteile normalerweise. Ne? Ja. Also das ist alles eigenkonzipiert. Alles, ne? Alles konstruiert, gefertigt. Und wenn wir hier mal gucken, worüber man sich auch Gedanken machen muss. Ne? Wenn du hier siehst, du willst hier mit der Grundplatte, musst du halt den Kompressor irgendwie befestigen, dass er neben dem Motor sitzt. Ne? Das ist auch stabil. Und dann passen hier auch die serienmäßigen Wasserschläuche nicht mehr. Das musst du mal von hier angucken. Und dann muss hier auch wieder zum Beispiel hier so ein Teil konstruiert werden. Ne? Weil du sonst hier dran stößt, ne? Auch an der Umlenkrolle. Deswegen, das ist alles platztechnisch, ne? Muss man sich da schon was überlegen. Aber der Olli, der kommt langsam ein bisschen ins Schwitzen. Wir haben Freitagmorgen, ne? Du bist jetzt in den letzten Zügen, ne? Genau, ja. Jetzt hast du noch mal ein bisschen Zeit, bevor es zum TÜV geht. Ja. Dann wird alles eingetragen. Gegenfehler kommt jetzt noch rein. Ja. Hier dann quasi. Und die Wasserschläuche. Die beiden Wasserschläuche angeschlossen, kommt genau. Dann der Gegenfehler vorne rein. Quasi unser Wasserladenluftkühler dann. Genau. Dann das ganze Kühlsystem entlüften. Motorraum zandern, dann noch die Spritpumpe tauschen. Genau, das muss man machen, ne? Dann können wir starten. Ja, dann können wir. First run, ja? Dann kommt der erste Start. Leck mich am Kompressor. Ja, gut. Weiter geht's. Jetzt sind wir hier fast durch, hör mal. Fast alles komplettiert. Also, Olli, bist du fast fertig oder was? Es fehlt nur noch eine Leiste. Ansonsten. Das ist alles soweit fertig. Kann er noch nicht so glauben, aber das ist ein bisschen surreal hier alles. Kraftstoff hast du dich schon drum gekümmert, ne? Kraftstoff ist getauscht. Du hast hier den Druckregler liegen. Jetzt sind die beiden Pumpen, also dieses Pumpenmodul. Ach, warte mal, eine Kraftstoffpumpe sind genau, wir jetzt hier. Genau, da sind die beiden Kraftstoffpumpen drin. Und bei der anderen war das hier auch alles dabei, ne? Genau. Hier ist dieses Filtersieb, sagst du? Das ist der Filter. Und du hast gesagt, hier wurde schon mal dran rumgefummelt, ne? Genau, ich habe ja schon gesagt, am Deckel, da ist schon einiges kaputt gegangen. Mhm. Da war schon mehr mal dran und jetzt sieht man deutlich, hier wurden schon mal zwei Kabel gelötet mit Lötverbindern. Mhm. Man sieht da oben auch, dass die Kabel da schon rangelötet sind, ja. Nicht wirklich drinstecken in den Hülsen. Der Füllstandgeber ist auch schon gebrochen. Also hat der auch gar nicht richtig angezeigt irgendwie oder sowas? Also kann sein. Kann sein, ne? Ja. Da war definitiv schon mal einer am Pumpenmodul dran. Ja. Also vielleicht besser, wenn neu gekommen ist. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, Druckregler hast du ja auch neu gemacht, ne? Genau. Da sind wir schon mal fertig und dann ist das Ding jetzt hier fast, hör mal, fertig. Auf jeden Fall bereit für den ersten Start. Komplettiert oder? Echt? Ja. Willst du jetzt starten? Können wir machen. Nee. Doch. Ehrlich? Ja. Sollen wir. Ja, komm. Kurzen Schmerzen. Noch. Ja, okay. Die Geburt des M5 V10 E60 SK2 CS Kompressor. Oh Mann.
Karre läuft. Ab geht's zum TÜV, eintragen. Und dann können wir gucken, wie viel Leistung da an der Lenker hat. Das glaube ich alles nicht. Das glaube ich alles nicht. Ich bin so durch den Wind, dass ich ganz vergessen habe, die Abmoderation zu drehen, Freunde. Und zwar geht unser Schmuckstück hier zum TÜV. TÜV-Mann möchte nicht gefilmt werden, deswegen werden wir das nicht Video begleiten. Und 14 Uhr ist der Termin, in einer halben Stunde. Oh Mann, Alter. Ist schon ganz schlecht. Dann wird das Ganze erstmal eingetragen. Dann kommen wir wieder zurück. Und dann wird das Gespann auf den Leistungsprüfstand direkt gespannt, Freunde. Weil Software-Datenstände sind schon drauf. Damit unterhalten wir uns aber dann im nächsten Video mit dem Chiptuner. Chiptuner, Software-Optimierer. Auf dem Leistungsprüfstand, wie gesagt, er zeigt uns, er sagt uns, was alles passiert ist mit der Software etc., was alles geupdatet wurde. Plus, dann gibt es die ersten Messungen, wie viel PS liegen wirklich an nach dem Umbau. Laufen tut das Ganze schon mal alles. Ich bin mega aufgeregt und gespannt. Das wird heute nochmal ein richtig kranker Tag. Deswegen freut euch auf jeden Fall aufs nächste Video. Dort gibt es dann wirklich Zahlen, Daten, Fakten, wie viel PS das Ganze jetzt hat. Oh mein Gott. Und zu guter allerletzt werden wir dann nochmal... Lasst euch einfach überraschen. Lasst ein Abo da und sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao.